Stellt euch diesen Moment einmal vor. Sobald der Mensch in seinem Grab liegt, kommen zwei Engel. Munkar und Nakir. Es wird eng sein. Es wird dunkel sein. Wir werden Angst haben. Niemand wird uns in diesem Moment zur Seite stehen. Niemand wird uns unterstützen können. Niemand wird für uns antworten können. An diesem Tag müssen wir selbst antworten. Sie werden fragen: Man Rabbuka, wer ist dein Herr? Der Muslim wird antworten: Allahu Rabbi. Man Nabiyuka, wer ist dein Prophet? Der Muslim wird antworten: Muhammadun Nabi. Ma Dinuka, was ist deine Religion? Der Muslim wird antworten: Al-Islamu Dini. Heute kennen wir die Antwort und denken uns vielleicht, diese Frage werde ich schon beantworten können. So einfach ist es aber nicht. An diesem Tag wird unser Herz sprechen. Unser Herz wird auf diese Frage antworten. Haben wir Geld geliebt und gelebt? Hat sich unser Leben um Geld gedreht? Werden wir auf die Frage, wer ist dein Herr? Vielleicht antworten, mein Herr ist Geld. Und wenn wir glauben, dass es alleine reicht, im Ramadan zu fasten und ab und zu das Gebet zu verrichten, dann können wir uns nicht sicher sein, ob wir damit im Grab vor den Engeln Munkar und Nakir sicher sind. Darum ist es wichtig für uns, ein Leben zu führen, in dem wir uns die Gebote und Verbote Allahs halten, seine Grenzen kennen, wissen, was er subhanahu wa ta'ala von mir verlangt. Israfil a.s. ist dieser Engel, der die Aufgabe bekommen hat, Yawm al-Qiyamah einzuleiten und ins Horn zu blasen. Dieser Moment bedeutet das Ende des Diesseits. Es bedeutet das Ende der Dunya. Nun beginnt die Abrechnung. Nun beginnt Yawm al-Qiyamah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte über die Größe dieses Engels: Würden seine Tränen auf die Erde fallen, lösten sie eine Flut aus, wie bei Nuh alaihi salam. Dieser Engel ist darüber hinaus der Wächter des Lauh al-Mahfuz, der verwahrten Tafel des Schicksals. In der Überlieferung heißt es, dass Israfil alaihi salam in einem ständigen Zustand des Weinens ist, denn er weiß, was sich ereignen wird. Er ist der Wächter der Tafel Allah subhanahu wa ta'ala. In ihnen ist alles verzeichnet, was geschehen wird. Während der Nachtreise sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Engel. Der Prophet as-salatu wassalam beschreibt Israfil folgendermaßen: Er hat einen Fuß vor dem anderen. Das Horn hielt er an den Lippen. Er nahm einen tiefen Atemzug und war kurz davor, hineinzublasen. Aus seinem Augenwinkel blickte er auf den Thron Allahs, in Erwartung des Zeichens, um in das Horn zu blasen. Es wird der Tag kommen, liebe Geschwister, an dem jeder sterben muss. Niemand wird die Last eines anderen tragen. Du wirst dich nur noch für dich interessieren. Sogar deine Kinder werden dir egal sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sogar Jibril sterben wird. Jibril, der mächtigste Engel, das erste Wesen, was erschaffen worden ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Nachdem ins Horn geblasen wird, wird Allah subhanahu wa ta'ala Jibril, Israfil, Mikael und Malak al-Maut aufstellen. Und er wird den Todesengel fragen: Wer ist noch am Leben? Der Engel des Todes wird antworten: O Allah, bei deiner Erhabenheit, du bist noch am Leben. Ich, dein Diener Jibril, dein Diener Mikael und dein Diener Israfil. Allah wird antworten: Nimm die Seele von Mikael. Und Mikael wird sterben. Allah subhanahu wa ta'ala wird erneut fragen: Wer ist noch am Leben? Malak al-Maut wird wieder antworten: Du, ich, Jibril und Israfil. Er wird antworten: Nimm die Seele von Israfil. Allah subhanahu wa ta'ala wird erneut fragen: Wer ist noch am Leben? Der Engel des Todes wird antworten: Bei deiner Erhabenheit, du bist noch am Leben und dein Diener Jibril ist noch am Leben. Allah wird sagen: Nimm die Seele von Jibril. Jibril wird auf sein Gesicht in eine Form der Niederwerfung fallen und Allah subhanahu wa ta'ala verherrlichen. Dabei werden sich seine Flügel ausbreiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird wieder fragen: Wer ist noch am Leben? Der Todesengel wird antworten:
Ja Allah, nur du und ich sind noch im Leben. Dann wird Allah den Todesengel befehlen, seine eigene Seele zu nehmen. Dann stirbt auch Malik al-Maut. Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram. Alles, was auf Erden ist, wird vergehen. Aber das Angesicht deines Herrn bleibt bestehen, des Herrn der Erhabenheit und der Ehre. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala fragen, wem gebührt heute die Herrschaft? Wem gebührt heute die Herrschaft? Wem gebührt heute die Herrschaft?